Es gibt Geschichten, die wir gut zu kennen meinen, weil sie uns seit unserer Kindheit vertraut sind. Vielleicht hören wir gar nicht mehr richtig hin, denn wir kennen ja alle, die vorkommen. Vielleicht haben wir schon einmal eine Rolle im Krippenspiel mitgespielt. Aber die Weihnachtsgeschichte ist nicht einfach eine Erzählung, die man einmal hört und dann kennt. Es sind Texte, die geschrieben wurden, damit man sie immer wieder bedenkt, je mehr man eigene Lebenserfahrung hat. Umso mehr versteht man, dass da etwas erzählt wird, das auch einen ganz tiefen Bezug zu unserem Leben hat. Wir wollen in den nächsten Adventswochen Ihre Wege mitgehen, uns hineindenken. Dabei werden wir entdecken, dass was Sie gestärkt hat, auch uns bestärken und was Sie bewegt hat, auch uns bewegen kann. Aber man muss Ehrfurcht haben vor dem Erzählten und vor allem bereit sein, gut zuzuhören, damit es sich uns erschließt. Wenn man nur die Denkmäler der Vergangenheit sehen würde, Burgen und Ruinen, würden wir uns vor allem daran erinnern, was zum Teil grausame Herrscher auf Kosten unzähliger Menschen durch Kriege und Gewalt erschaffen haben. Um ihr Andenken in Stein zu hauen. Die alten Geschichten der Bibel erzählen uns dazu noch etwas anderes. Sie erzählen auch vom Leiden, aber vor allem von der Hoffnung unzähliger Menschen, die sich gerade damit nicht abgefunden haben. So waren es nicht nur die riesigen Pyramiden, die Burgen blutrünstiger Herrscher, die im Mittelpunkt der Erinnerung bleiben, sondern gerade die Worte wehrloser Propheten. Sie bewegten die Menschen durch die Generation und gaben ihnen immer neue Hoffnung, wie der Prophet Micha. Er sagte nämlich: In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen. Viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen. Gott wird unter großen Völkern richten. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Der Prophet Jesaja sagte einmal: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, denn du hast ihr drückendes Joch, den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jeder Jude kannte diese prophetischen Worte. Man ließ sie von Generation zu Generation auswendig lernen und wartete auf den, der diese Botschaft verkörperte. Nicht nur ein Menschenleben lang wartete man, sondern viele Generationen, besonders in den schweren Zeiten, wurden sie lebendig, obwohl das den Herrschenden nie passte. So auch Herodes, dieser sagte einmal: Seht her, Berater, was sagt ihr zu meinen neuen Häusern? Die Juden können mich zwar nicht sonderlich leiden, aber ich werde in die Geschichte eingehen, als der große Erbauer Jerusalems. Man wird mir ewig dankbar sein. Meine Burg erhebt sich auf dem Tempelberg. Sie hat jetzt den Glanz der ewigen Stadt. So wie man den Cäsar in Rom lobt, weil er das Friedenreich schafft, wird man von mir reden als der Erbauer der heiligen Stadt. Eliud und Ahab, die Berater von Herodes, antworteten ihm: Großer Herodes, ihr habt recht, so gut hat Jerusalem wirklich nie ausgesehen. Der Tempel erstrahlt im großen Glanz, das viele Gold blendet wieder. Wer weiß, ob er so zu Salomons Zeiten jemals so aussah. Wenn wir mit Rom nicht gerade solchen Ärger hätten, könnte ich den großen Augustus auch einmal in einen seiner besten Provinzen einladen. Die Römer werden sich beruhigen. Sie haben immer erst etwas Probleme gemacht. Aber als wir die Olympischen Spiele unterstützt haben, haben sie uns wieder als Partner ernst genommen. So wird das auch wieder. Ich hoffe es. Dennoch, wer es mit mir aufnimmt, der wird sehen, dass ich stärker bin. Nur mein eigenes Volk ist unbelehrbar. Sie zeigen keine Dankbarkeit. Die Pharisäer sind unbelehrbar.
Sie geben keine Ruhe, obwohl ich schon viele habe umbringen lassen. Oder, Eliud, was meinst du dazu? Sie geben keine Ruhe, weil sie euch nicht recht anerkennen. Sie reden vom Messias, einem Nachkommen Davids. Er soll euren Platz einnehmen. Was soll der machen? Das Volk ist nicht zu verstehen. Ich bringe Sicherheit. So reich war unsere Provinz noch nie. Die Menschen können sich glücklich schätzen, dass ich die Dinge hier regle, unter römischer Herrschaft. Schon seit Jahrzehnten haben wir ein sicheres Land. Die Leute müssten endlich mal wissen, dass das ohne ganz hartes Durchgreifen nicht geht. Ich habe alle Widersacher in die Knie gezwungen. Wer sich mir in den Weg stellt, der muss mit dem Schlimmsten rechnen. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Sogar Hohepriester mussten das erfahren. Ich habe sie beim kleinsten Wortbruch verschwinden lassen. Anders geht es nun mal nicht in unserer Zeit. Das weiß sogar der Kaiser in Rom. Dieses Volk ist nur mit äußerster Gewalt zu beherrschen. Man muss seine Leute überall haben, damit man im Bilde ist. Wenn man es so will, ich zwinge sie zu ihrem Glück. Das ist das Ungerechte. Wo bleibt der Dank für diese einzigartige Leistung? Sie sollten mal sehen, wie es ihnen geht ohne mich. Sie haben ja keine Ahnung. Etwa zu dieser Zeit hatte Herodes seine dritte Frau. Die ersten beiden hatte er umbringen lassen. So wie viele seiner Widersacher und seiner Verwandten. Er hatte keine Gnade und hinter allem sah er einen Anschlag. So beseitigte er alle Menschen, die ihm gefährlich werden konnten. In der Zeit, von der wir erzählten, hatte er auch nicht mehr die besten Kontakte nach Rom. Aber gerade dort, wo Herodes versuchte, alles streng zu überwachen, geschahen wesentliche Dinge, die unsere Welt verändern sollten.